neuen Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einfach mal an, ja, wie kann ich denn die ganzen Zahnräder hier erstellen und ja, welches Tool ermöglicht mir das eigentlich? Vor allem, wir können hier einmal sehen, dass wir vollautomatisiert hier verschiedene Zahnräder erstellen auch können. Und das heißt, wir können hier ein gerades Zahngerippe erstellen, ein internes Zahnrad ohne weitere Funktionen, also direkt aus dem Add-in raus. Und dann natürlich hier, wie wir es dann sehen, dass wir auch solche Helicals, also dieses helische Zahnräder haben, wo wir dann auch eine, solange wir es ziehen wollen, ne, führt er diese Helix dann weiter. Und genau, wie das Ganze funktioniert, das schauen wir diesem Video dran an und bleibt dran und dann wünsche ich euch sau viel Spaß dabei. So, und dann starten wir als erstes in die Konstruktion rein und schauen uns einfach mal an, was wir da so machen können mit dem neuen Tool, was wir hier haben und wie das eigentlich ist, wo das liegt, wo ich das bekomme. Und dafür gehen wir einmal auf Werkzeuge hier oben. Schauen uns die Zusatzmodule an und sagen Skripte Zusatzmodule. Und wenn es dann installiert ist, liegt das hier drin als Helical Gear Plus. Das könnte man jetzt einfach beenden. Normalerweise müsste man das einfach ausführen. Und wenn das ausgeführt ist, finden wir das im Volumenkörperbereich vorne gleich. Das Zusatzmodul bekommt ihr unter Fusion 360 App Stores und da könnt ihr euch das einfach downloaden, installieren und dann einfach ausführen. Wie gesagt, es liegt hier drin über Erstellen, Helical Gear Plus, können wir reingehen und das sehen wir schon alles, was machbar ist. Und jetzt lasst uns einfach mal reingehen und die ersten paar, ja, Zahnräder erstellen. So. Hier haben wir einmal ein External Gear, ein Internal Gear und wir haben ein Rack Gear. Dann lass uns einfach mal von unten anfangen und wir fangen mit so einem Rack Gear mal an. Jetzt haben wir 100 mm Länge, ja, ist das in Ordnung. Die Höhe von 8 mm ist in Ordnung, die Breite von 10 ist in Ordnung. 30er Angle und ja, genau. Passt alles soweit. Wir können jetzt mal ein Preview machen davon, also eine Vorschau. Da sehen wir das Ganze, wie das aussieht hier. Und das gibt es eine lustige Funktion, das nennt sich dann Herringbone. Wenn wir die aktivieren, dann haben wir wie hier so Heringsknochen oder Kreten, diese Kretenstruktur da, dass es zu beiden Seiten weggeht. Lassen wir das einfach mal hier und wir sagen mal okay. Und wenn wir das Ganze erstellt haben, sehen wir auch, dass sich das Ganze als eine Komponente erstellt, die in sich sehr geschlossen ist. Da können wir nicht so viel durchschauen, wie wir es normalerweise können bei den anderen, ne? Beim Spurgear zum Beispiel. So, dann lass uns das mal ausrichten. Dafür gehen wir verschieben, kopieren, wählen die Komponente mal aus. Neigen die jetzt. Upsala. Dass wir jetzt so eine schöne Auflistung haben, was wir hier so machen können. Also als erstes haben wir das hier erstellt. Das können wir noch so ein bisschen hier so vorschaumäßig machen und sagen hier. Soll vielleicht noch ein bisschen hier rüber gezogen werden. Und sagen, okay. Gut, dann lass uns mal schauen, was wir als nächstes machen können. Dafür gehen wir wieder rein und sagen, jetzt wollen wir vielleicht ein Internal Gear erstellen. Auch hier hätten wir gerne den Hering aktiv, also dieses Herringbone-Ding. Und wir hätten gerne auch ein Preview davon. Dann dauert es auch wieder ein Momentchen. Und jetzt sehen wir auch, was sich hier erstellt hat. Das heißt, ein internes Zahnrad, was man normalerweise, wenn man es anders erstellt, immer von noch einem Zylinder, ja, subtrahieren musste, dass es funktioniert. Den Outside-Parameter, den können wir jetzt auch mal runterschrauben auf 60 zum Beispiel. Ne, 60 geht nicht. Natürlich nicht. 75 geht anscheinend. Boah, kurzen Moment. Und dann haben wir hier unser, ja, internes Gear liegen. Und auch das lassen wir uns mal kurz ordentlich hinziehen, dass wir das auch gleich nochmal anschauen können, was wir hier alles gemacht haben. Und dann lass uns mal anschauen, was wir noch alles so einstellen können. So. Okay, perfekt. Und dann gehen wir wieder auf Erstellen, Helical Gear Plus. Und dann sehen wir, wir haben einmal auch die Methode Advanced Systeme zu erstellen. Da können wir zum Beispiel die Pressure Angle umstellen. Ich weiß nicht, kann man das jetzt sehen? Ja, hier kann man es gut sehen. Da sieht man einmal, wie was beschrieben ist, was ein radiales System ist, was das normale System ist. Und beim radialen System haben wir, ja, sagen wir mal, dem gleichen Fläche vorne doch ein kleineres Zahnrad, wenn da beim normalen System das hier waagrecht oder senkrecht immer zur Fläche ist und damit ein größeres Zahn dabei am Ende des Tages rauskommt. Naja. So viel dazu. Dann können wir noch mal schauen, was wir sonst so für Funktionen haben. Wir haben die Position. Das ist ganz nett eigentlich. Man könnte dann auch gleich sozusagen die Ausrichtung von einer Komponente machen. Das, was wir vorher mit einer händischen Verschiebung gemacht haben, können wir auch eigentlich direkt hier drin auswählen. Und dann haben wir halt allgemeine Infos zu dem, was gerade erstellt wird. Und dafür lass uns mal schauen, wenn wir so ein External Gear machen, wie das aussieht. Machen
mal hier zu meinem Preview. Ich wollte auch External haben. Habe ich mich da verklickt? So, jetzt haben wir das. Und jetzt lass uns mal anschauen, diese Position-Funktion, wie die funktioniert. Dafür lass uns mal einen Ursprung reinnehmen. Und da können wir jetzt zum Beispiel sehen, also die Plane, von der weggearbeitet werden soll, soll jetzt zum Beispiel die hier sein. Und der Center soll der hier sein. Und jetzt sehen wir schon, er arbeitet das irgendwie so runter. Kann ich nicht ganz verstehen. So, Center auswählen. Okay. Lass uns das mal umkehren. So, das ist das Center jetzt. Und jetzt hat er es gedreht, genau. Jetzt passt. Und über den Pfeil hier können wir das ganze Teil dann noch verschieben, wo wir das gerne hin hätten. Ne? Sollte auf der gleichen Höhe liegen, sollte es dahinter liegen, oder wo soll das Ganze hinkommen? Genau. Das finde ich ist auch eine ganz nette Lösung gemacht, dass man das jetzt hier drinnen auch gleich einstellen kann. Und man kann sogar noch eine Rotation eingeben, zum Beispiel so mit 30 Grad. Da rotiert sich das ganze Teil um 30 Grad oder um 20 Grad. Genau. Und das Ganze könnten wir jetzt dann auch nochmal hier händisch ausführen, wo wir es dann selber rotieren könnten, wie viel Grad das Ganze doch verschoben sein sollte. Wir sagen jetzt einfach mal okay. Und ziehen das uns jetzt auch noch einmal zurecht. Sagen auch hier soll die Komponente verschoben werden. Das ist diese Komponente in diesem Fall. Ziehen wir uns jetzt einmal hier rüber. Und schauen uns das mal weiter an. So, jetzt sagen wir mal okay. Gut, jetzt haben wir schon mal drei Zahnräder erstellt soweit. Lass mal schauen, was geht denn da noch eigentlich so. Dafür gehen wir wieder auf Helical Gear Plus. Und gehen mal hier auf Advanced. Da haben wir das gelernt, dass wir hier verschiedene Pressure Angles setzen können. Und dann können wir auch zum Beispiel so langverzahntes machen. Das können wir auch hier mitmachen mit diesem External Gear. Dann nehmen wir den Herringbone mal raus und dann nehmen wir zum Beispiel die Gear Width, also die Breite, machen wir jetzt mal auf 100. So, und dann machen wir ein Preview dazu. Und dann sehen wir, kriegen wir so einen wirklichen Zahnrad, wo dann auch dieses verzahnte, also diese Neigung, also diese Spirale auch den ganzen Weg hochläuft. Und umso länger wir es machen, umso weiter zieht er es auch hoch, immer mit einer, ich glaube, was ist das hier? Eine Viertelumrundung oder ähnlich? Genau. Und das ist schon echt beeindruckend, dass das eigentlich so gut funktioniert. Wenn man das vergleicht mit den anderen, die wir noch drin haben hier bei Fusion, können wir uns auch gleich mal anschauen. Wir sagen jetzt einfach hier einmal okay. So, jetzt hat er mir meinen Button hier verbaut. Wir verschieben auch das hier noch einmal, dass es aufgeräumt ist. So hier und sagen okay. Und dann können wir uns mal angucken, ja, was, woher kommt das? Also welche Funktion haben wir denn generell genutzt? Also ich kenne ja einmal diese Funktion Spur Gear, da muss ich aber jedes Mal über Werkzeuge hingehen, Zusatzmodule, Skripte, Zusatzmodule. Warten, dann kann ich hier Spur Gear und dann kann ich das ausführen lassen und dann kann ich jetzt hier einmal metrisch kurz reinkloppen, welches ja, Zahnrad ich gern hätte. Und hiermit ist es doch relativ simpel, weil es ja eigentlich eine wirklich aktive Funktion ist, die ich immer wieder nutzen kann. Und wenn ich hinter auf Volumenkurve wieder gehe und zum Beispiel einfach jetzt rechtsklicken mache, kann ich das auch gleich immer wiederholen. Jetzt haben wir das Burger hier drin. Das ist ganz nett eigentlich, dass das damit auch geht. Und ja, ich habe hier noch das normale Helical Gear. Das können wir auch noch mal gern vergleichen. Da haben wir nur noch mal das hier Radiale und das Sunderland Gear Parameters. Kann man das leider nicht nebeneinander aufmachen, aber hier sieht man, man hat viel weniger Sachen, die man auswählen kann. Zudem das Plus dann eigentlich dann noch ein paar Advanced Settings hat, dann hat es die Position Settings, dann hat es nochmal die allgemeinen Infos, die das andere aber auch hat. Und man kann hier, was ich toll finde, dieses Internal und dieses Rack Gear machen. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen und euch gefällt dieses Add-in. Und wenn ihr so ein Lieblings-Add-in habt, wo ihr sagt, oh, das muss eigentlich die Welt kennenlernen, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare rein und dann stelle ich das vielleicht beim nächsten Mal vor. Und bis dahin viel Spaß beim Konstruieren und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.